ganz viel Wehklagen heute, wie immer, in den sozialen Medien, befeuert von Umfragen, Untersuchungen, Studien. Wir haben zu wenig Lehrpersonen, wir haben eine zu hohe Ausstiegs-, eine zu niedrige Einstiegsquote und alle wollen nur noch Teilzeit arbeiten. Wir müssen also so die Schlussfolgerung, endlich die Arbeitsbedingungen für den LehrerInnenberuf verbessern, damit da wieder mehr Leute mehr in diesem Beruf arbeiten. Das ist so die Figur. Warum kommt niemand auf die Idee, dass es nicht unbedingt die schlechten Arbeitsbedingungen sind, die zu weniger Lehrer führen, sondern dass Schule oder das, was damit verbunden ist, nämlich die Erwartung, junge Menschen irgendwie auf Zukunft und Leben und Kulturtechnik vorzubereiten oder so, dass Schule da nicht mehr der geeignete Ort ist. Dass Schule das nicht mehr kann und Lehren sowieso nicht. Und dass deswegen diese Arbeitsbedingungen, diese dysfunktionalen erst entstehen. Dass die Situation in der Welt da draußen sich so stark verändert hat, dass es da einen anderen Beruf braucht. Dass wir also nicht nochmal irgendwie anders ausbilden und andere Arbeitsbedingungen schaffen, sondern dass wir die Arbeitsbedingungen als das wichtigste Signal wahrnehmen, dass dieser Beruf zu Ende ist und wir jetzt etwas Neues erfinden. Einfach so als Vorschlag.